So, vielen Dank. Wir wechseln jetzt zum Thema, was TTIP für andere bedeutet. Was ist die mit dem etwas breiteren Kontext? Die Kollegen, die reden, sprechen vornehmlich Englisch, so ich werde jetzt auf Englisch übergehen, damit es für Sie leichter ist. So I'm going to switch to English now, just to make sure our speakers feel a bit more comfortable with the way we will do it. You have everyone's bios, and so I'm not going to get into all the details, because we'd like to have as much conversation and get to your questions and as much as we can. The idea here is I will ask maybe some questions of our speakers and allow them to say a few things, but then we'll try to get as quickly as it can into the discussion. And I think since this is a flowing discussion today, I think it's legitimate if there were issues that came up earlier that people want to bring back in. I don't see why we can't just continue the conversations, because some of this first session is relevant to this now. But let's add now this next layer of discussion. As I said, I think the foreign policy aspects or the geopolitical aspects, what TTIP would mean for other countries, has come a bit too short, come too kurz in the debate. And we have just finished a book ourselves on that. As I say, if you go to our website, with chapters written by Turks and Brazilians and others that give you a perspective. But today we want to focus on some commentary. So. I'm going to start with my colleague to the right from Turkey, Cecil Ileri, because at the moment TTIP is a negotiation between the United States and the European Union, and leaders have not said that it is open. And so many countries wonder, what does this mean for us at some point? Would it be open after negotiation? Is it not open at all? One contrast is with the Trans-Pacific Partnership, in which the leaders of that negotiating round have said explicitly that it is open. Not only open to all members of APEC, but actually open potentially to the entire region. That includes China and Russia, which are members of APEC. But the US-EU, they haven't taken that step. And so, for instance, Turkey, which has a customs union with the EU, but nothing like that with the United States, kind of wonders. Cecil, there was a discussion recently, EU and our U.S. trade representative, Mr. Froman, and Turkey came up. And the result, they said, both agreed that the time is not right to start to discuss this issue because, as they said, Turkey still has many reforms to go through. So I wonder, do you think, from a Turkish perspective, is TTIP something attractive to Turkey? Is it create problems? Would it be a lever to push internal reforms that maybe Turkey itself needs to have? So how do you see that? Thank you. Is it okay? My word? Okay. The session is named here, Engaging or Dictating? Well, both are valid for Turkey's case, I guess. For Turkey, considering the TTIP, there is two alternatives. Either you are part of it or not part of it. Let's look at you are not part of it. You are part of a customs union with the European Union. And how is it going to affect you? Well, if the TTIP is going to be completed, following that, the U.S. goods can enter Turkish market without any restriction. Whereas Turkish goods are going to face the same restrictions that we have today. And what does it mean? Today, $1 product Turkey exports to the United States. She imports $3 products. It means an increasing trade deficit for Turkey. As well as it means probably trade diversion for Turkey. I remember the FTA that EU completed with Mexico. Turkey at that time cannot make the same FTA with Mexico, and they were speaking about trade diversion effect of it, and I was joking. What trade diversion? I mean, Mexico, Turkey, such a limited trade, and what's going to happen? Taco sauce?
Well, it turns out automobile parts, which was very important industry for Turkey. So economic effects are not well investigated and well looked at. What we have is a research prepared by IFO Institute, and it clearly says that the wealth loss effect on Turkey is going to be 2.5%, and there is going to be 95,000 job loss. Well, the alternative for Turkey is being somehow part of the TTIP. And how? Is there going to be a parallel negotiations the way Turkey likes it? No, it's not going to happen because there is not such a will from EU and also USA. So is there going to be docking like the other countries in the position of maybe like Turkey, I mean Norway or Canada or Mexico, which have somehow a trade agreement with the both parties, USA and EU? Well, we don't know yet. But as Turkey is expecting is having a free trade agreement with USA. And now a high-level group was established among parties last year during Erdogan's visit. And we expect that it will take probably more than 2 years, the working of this high-level group's work. And after that, maybe, and so we have much more on TTIP talks between EU and USA. So maybe after that we can speak about a free trade agreement between USA and Turkey. And when we consider today's customs union, it has a very limited scope. It only covers industrial goods and also processed agricultural goods. So if there is going to be a free trade agreement between United States and Turkey, does it only cover industrial goods, only tariffs or non-tariff barriers? I don't think so, because the new generation free trade agreements that USA is making indicates that there are other items on the agenda. There are going to be public procurement. There is going to be, probably environmental standards, technical standards, and other issues. So is Turkey ready for such a comprehensive agreement is another question mark, because it means clearly for Turkey much more liberalization. And the other question mark is how is going to affect its relations with the European Union? I mean, with such a limited scope, having such a limited scope customs union, is it going to be, survive? I don't think so again. I think we are going to renegotiate certainly the customs union. How? Maybe, this year we have a report from World Bank. It was prepared with the will of European Commission. And this new report indicates that the customs union have to be widened with including services, with including all of the agricultural goods. Also other items is going to be included in the customs union. But how is it going to be discussed is a big question. We already have certain problems in functioning of customs union between EU and Turkey. Probably you heard of them, transit quotas, visas, and FTAs, and so on. So what the future holds is, I think it's clear there is going to be a liberalization process for Turkish economy, whether she likes it or not. And it is clear that the relations between EU and Turkey is going to be changed. Thank you. Thank you. Let me, I'm going to ask each of our panelists a question, then we'll come back as well. So for Vladislav, I have just a simple thing, exercise one can do. If you go to the website Russia Today and you type in the search engine TTIP, you get a whole string of articles, many of which, even though they're different articles, have sort of the same formulations. And there's a clear indication there's a real campaign, since that is a state-controlled media, against the TTIP coming from the Russian side.
So the question is that maybe the best argument for TTIP? Thank you, sir, for this. Thank you for this provocative beginning. I would, of course, not advise you any time to go to RT website, because you will find a lot of the same kind of arguments showing how they launder the state money, trying to show they do their work well. But I will say several words about what I see how TTIP is received in Russia and what I think about the challenges of this proposed union for the third countries. First of all, I would like to say that in Russia, of course, those parts of the political spectrum which is sympathetic and close to the Kremlin, of course, criticizes the TTIP, first of all, because it has powerful symbolic meaning. It was mentioned yet already today that this is symbolizes the United West, and this time in Russia it's you know, a very problematic question because Russian policymakers and Russian President Mr. Putin, he tried and they tried several times, you know, to make or to initiate some split between the United Nations and the United States. It was clearly seen in 2003 during the Iraq question campaign. It was seen even now when the Russians tried to negotiate separately by different East European countries, like, for example, Hungary and Slovakia, just to, you know, to provoke some split in European positions. So any strengthening the ties between the United States and Europe in economic terms, first of all, because someone also mentioned that TTIP may be named as economic NATO. Everything this provokes, of course, negative reaction in Russia as well, of course. But I would say that on the liberal wing, no one cares. I would be honest, because there is no profound analysis of the problem in Russian press. Even at you know, Institute for World Economy, the High School of Economics, no one is actually engaged in researching, you know, this issue. The second point is that, of course, why Russians are you know, disturbed by this possibility, and it also was mentioned during the first session, of course, is the energy question. And a lot of people speculate on the possibility that the American shale gas and the heavy oil may come and infiltrate the European markets, and this be a challenge for Russian gas supply. Personally, I think that even if TTIP is concluded, it will take years for American gas to come to Europe, because much more you know, competitive is, I think, the liquefied natural gas from Qatar and from other East Arab nation destinations to Europe. And my colleague also mentioned the situation with the large gas deposits, offshore gas deposits in Eastern Mediterranean. But nevertheless, I just tried to explain why the Russians are disturbed by the treaty. And the last point I would like to say very strongly why they don't like it and why they will criticize it, it's because they are failing in their own integration attempts. Because if one looks on the so-called customs union or Eurasian Economic Union, which were established during recent years and which Mr. Putin claims to be his very big achievement, they are simply failing. For example, if you took Kazakhstan, can you imagine that during the 9 months of 2014, the exports from Kazakhstan to Russia fell by 18%. And the exports of Kazakhstan to Belarus failed by 8%. This is a magnificent, you know, success of the customs union. The bilateral trade is declining. And so, and there is no actually transnational institution or supranational institution there. The court ruling of the customs union, Mr. Putin himself said the court ruling are also, the court can only recommend to do something. The 80% of trade is actually excluded because it's the trade in raw materials is excluded in this custom union regulation. And there are a lot of obstacles to bilateral trade. So when the Russians see that any success of integration, maybe in Europe or in transatlantic, they actually feel themselves
like failures, and therefore I think they will never be supporters of TTIP, this agreement. Then, if I may, I will say a couple of words about what, on my personal opinion, may be and should be the attitude of TTIPs vis-à-vis the third countries. Look, if one looks on the global economy, there is a lot of imbalances in the global economy accumulated in current years. And the biggest imbalances are actually the imbalances between both Europe and the United States and the rest of the world. Europe and the United States, especially the United States, were very, very, you know, liberal in their trade politics during the last years. And the liberal policy of the United States, first of all, allowed, for example, China, East Asian nations, Latin American countries, Russia as well, to sell a lot of their goods on the global markets, and especially to the United States. When you look that China accumulated more than $4 trillion of currency reserve, it means that China exported more than $4 trillion to both U.S. and EU, with nothing taking from these countries on its side. So therefore, I think that both EU and United States benefited, made a huge concession to the third world during the last 15 years, taking a lot of goods from these countries and benefiting these countries with excessive demand. So if you want now to concentrate on both your economies to close a bit the openness of United States and Europe vis-à-vis the rest of the world, it's your right. And it will be much better for the world just to welcome this agreement, which can benefit the United States and Europe. I'm not sure that it will provoke a huge, additional growth. But if it will, I think it's the best way to do. We'll be angry about this. It's your personal issue. You should improve your economies. If the TTIPs will help it, it's a very good idea to do this. Because don't care about others. At the time when Europe is, hovering around zero growth, and a time when the United States is recovering from the crisis, just think on yourself. It's the best thing you can do to the world. Thank you. Okay, so let me leave both of our first speakers with a question they can think about before I turn to Barbara, which is, do you think the TTIP can have an impact on domestic reforms in either of your countries? Would it resonate into the countries at all or not? But just come back to that. I want you to think about that. So I turn to Barbara. She had asked a question earlier herself about standards and things like that, that we've been talking about these issues for 20 years at least. So why now are we doing something different? And I think that question's still in the room. I just leave it because she asked it. I think she didn't get really an answer. I could try to answer, but I won't do that right now. The other related, though, is the point about a more diffuse world. And so, again, for 20 years, we've been negotiating multilaterally and less than that, but it seems like a long time, in the Doha round. On the WTO, and that doesn't seem to be going anywhere. So one of the logics of the TTIP is if you can't do, the theoretically first best option, you go to the second best practical option, but maybe in the end that's first best in its result. And so my question is, is TTIP the better way in a practical world, or is both the WTO and the TTIP not really the best way? And what's your solution then? And let me just add, well, you've got to come up with answers here, not just questions. And let me just add the one point, the EU is also negotiating not just TTIP, but, I think at least 13 free trade agreements. So if the critics on TTIP, isn't it on the whole effort? Back to my point that some of the critique, it seems to me, is an inter-European critique about the EU itself. And I just wonder what you think about that. Ja, herzlichen Dank, Daniel.
Bevor ich die Frage beantworte, und ich werde sie definitiv zu beantworten versuchen, und ob ich Lösungen habe, weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen, geht es ja hier darum, dass wir versuchen, alle gemeinsam einzuschätzen, was TTIP als bilaterales Abkommen für Auswirkungen auf Drittstaaten, und es sind ja in der Regel dann auch Schwellenländer und Entwicklungsländer, an Auswirkungen hat. Und das, was Reinhard Bütikofer in der vorherigen Runde gesagt hat, dass es sehr viele Studien gibt, die die Wohlfahrtsgewinne und die Arbeitsplatzgewinne zu berechnen versuchen, und das Ganze davon abhängt, welches mathematische Modell man benutzt, so geht es auch, ist es auch schwer auszurechnen, welche Auswirkungen TTIP auf Drittweltländer und auf Drittländer hat, weil es eben nicht klar ist, wie dieses Abkommen ausgestaltet sein wird. Wir wissen eigentlich erst, wenn das Abkommen ausgestaltet sein wird, wie sich das auf einzelne Drittweltländer und Drittländer auswirken wird. Die Auswirkungen, auch das als Vorbemerkung, hängen stark davon ab, wie die jeweiligen drittbetroffene Ökonomie mit der Ökonomie des jeweiligen, also der USA oder einzelner EU-Länder, verwoben ist. Davon hängt es extrem ab. Dann hängt es extrem davon ab, um welche Produkte es geht. Wir haben also mehrere variable Faktoren, die es schwer machen, einzuschätzen, wie sich TTIP auf Drittländer auswirkt. Und wir als Heinrich-Böll-Stiftung würden gerne auch für die Debatte längst Studien präsentieren, gemacht mit unseren Partnern in Mexiko oder mit unseren Partnern in Indien oder mit unseren Partnern in Südafrika. Wir finden aber niemanden, der hier exakte, auch empirisch fundierte Studien macht, weil man einfach nichts weiß über die Ausgestaltung von TTIP. Und deswegen ist es auch ein bisschen, was die Prognosen angeht, sehr erratisch. Ja, und meine erste Botschaft hier, wir sollten alle sehr misstrauisch sein, wenn es darum geht, dass, um positiv TTIP zu begründen, Wohlfahrtseffekte produziert werden, weil die Berechnungen nämlich sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Voraussetzungen in die Berechnungen und welche Annahmen in die Berechnungen gesteckt werden. Und genauso vorsichtig muss man sein mit Prognosen gegenüber Drittweltländern. Allerdings, und das ist klar, jedes bilaterale Abkommen auf der Welt hat diskriminierende Effekte für andere. Das ist der Kern jedes bilateralen Abkommens auf dieser Welt ist, dass es andere ausschließt vom präferentiellen Zugang zu den jeweiligen Märkten. Und da muss man dann schon sagen, je tiefer eben eine Ökonomie, sagen wir mal Südafrika mit USA oder Europa verwoben ist oder Nordafrika oder Mexiko mit den USA, umso stärker wird es von bilateralen Abkommen betroffen sein, weil es um sogenannte Handelsumlenkungseffekte geht. Wenn ich den Handel intensiviere zwischen USA, wenn es denn so weit kommt, dann werden andere darunter zu leiden haben. Sie werden ausgeschlossen und sie werden mit Einbußen zu rechnen haben. Bei Mexiko sagt man ganz klar, da gibt es ein paar, und das, auch wenn ich vorweg schicke, vorsichtig mit Studien. Bei Mexiko geht man davon aus, dass ein weiteres Mal der Textilsektor betroffen sein wird. Man geht davon aus, dass in Afrika vor allem auch Baumwollexporteure in die EU betroffen sein werden, weil unter anderem im NAFTA-Abkommen zwischen den USA und den NAFTA-Ländern die USA darauf bestanden haben, dass die Baumwolle, die da gehandelt wird, aus dem Ursprungsland kommen muss. Und damit klar war, dass man Baumwollimporte versucht hat zu schützen. Also man hat die US-Ökonomie geschützt vor Baumwollimporten aus anderen Ländern, und so ist zu befürchten, meinen auch manche, dass die Baumwolle es schwer hat, ihren Weg nach Europa zu finden, wenn denn die USA, und das ist immer wenn und hätte und konditional, wenn die USA unter anderem dafür sorgt,
dass eben Baumwolle aus den USA zu kommen hat, wenn mit Europa gehandelt wird und nicht mehr aus afrikanischen baumwollproduzierenden Ländern. Es gibt auch Berechnungen zu Südfrüchten. Da denken zum Beispiel Südafrika oder Chile, die stark auch nach USA exportieren, dass sie Einbußen haben werden, weil natürlich alles versucht wird, dass man eben kalifornische oder Florida-Früchte nach Europa bringt und damit eben US-Früchte präferenziellen Zugang zum EU-Markt haben und andere damit ausgeschlossen werden. Was klar ist, und das ist dann, also meine These ist, wir müssen abwarten, wie die Ausgestaltung aussieht, aber auf jeden Fall muss es darum gehen, diese Einbußeneffekte, die Verlierer, die eventuell durch TTIP entstehen, wirklich nicht nur an den Tisch zu bringen, sondern sie müssen informiert sein darüber, was denn bitte die Effekte von TTIP für ihre Ökonomien sind. Sie sind ausgeschlossen, sie sitzen nicht am Verhandlungstisch. Es gibt derzeit keine Plattform oder ein Caucus für Drittstaaten, die betroffen sind von TTIP, wie bei TPP eben nicht innerhalb von TTIP. Sitzen betroffene Länder mit am Tisch und sie wissen auch de facto nicht, was auf sie ökonomisch zukommt. Das zweite wichtige Argument ist für mich zumindest, das hat mit dem Multilateralismus zu tun, TTIP wird definitiv befördern, dass andere Regionen, und das passiert ja jetzt, siehe der APEC-Gipfel in China, dass immer mehr bilaterale Abkommen entstehen werden. Wir haben es eh schon mit einer Proliferation von bilateralen Abkommen zu tun. Diese bilateralen Abkommen sind eine Folge des Scheiterns der Doha-Runde in der WTO. Und das führt dazu, dass wir es mit einem handelspolitischen Flickenteppich zu tun haben, wo es ganz unterschiedliche Regulatorien gibt, ganz unterschiedliche Standards. Und ich war immer auch eine Kritikerin der WTO, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich diesen handelspolitischen Flickenteppich auch für unsere Überlegungen, wie können wir eigentlich ein Level Playing Field auch für gute Labor Standards und Umweltstandards setzen, durch diesen Flickenteppich in der Handelspolitik unterminieren. Und die WTO ist die Organisation, wo alle Länder die gleiche Stimme haben, dort herrscht UN-Prinzip, One Country, One Vote. Die kleineren Middle-Income-Countries, die Least-Developed Countries haben innerhalb der WTO andere Mitspracherechte als eben in den bilateralen Abkommen. Die kleinen Länder, die Middle-Income-Countries, sind meistens diejenigen, die nicht mit hoher Verhandlungsmacht ausgestattet sind in bilateralen Abkommen und meistens die Standards des dominanten Handelsakteurs zu schlucken haben, während die WTO immerhin der Garant dafür wäre, dass die Interessen kleiner Länder, Middle-Income-Countries, die mit weniger ökonomischer Verhandlungsmacht am Tisch sitzen und für ihre Interessen werben könnten. Ich halte es für notwendig, die WTO wieder zu stärken. Und alles, was an bilateralen Abkommen läuft, und das ist TTIP und TPP, verhindert, dass es eine weitere positive Verhandlungsrunden innerhalb der WTO gibt. Wenn die USA TTIP durchbringen, wenn die USA TPP durchbringen, dann haben sie überhaupt kein Interesse mehr, mit der Dominanz, die sie durch die bilateralen Abkommen haben, sich in der WTO überhaupt noch für gemeinsame Regeln und Standards einzusetzen. Ihnen reichen diese bilateralen Abkommen, um ihre ökonomischen Interessen durchzusetzen, und sie werden sich innerhalb der WTO nicht mehr dafür einsetzen, dass es zu Abkommen und Regeln gibt. Aus meiner Sicht zementieren bilaterale Abkommen wie TTIP den Stillstand in der WTO, und es zementiert auch die Abhängigkeit der kleineren und Middle-Income-Countries und der ärmeren Länder in der handelspolitischen Abhängigkeit, in der sie ohnehin schon stecken. Es gibt jetzt eine Debatte, und das können wir dann vielleicht in der Diskussion erörtern,
Wie müsste TTIP ausgestaltet sein, um TTIP anderen Ländern zu ermöglichen, beizutreten? Also wie kann man TTIP multilateralisieren? Das hat das Gegenargument. Mein Argument ist, TTIP unterhöhlt und unterminiert die WTO. Dann gibt es Überlegungen, wie könnte man TTIP ausgestalten, um TTIP attraktiv zu machen für andere. Ich will jetzt hier nicht so lange reden, aber da gibt es mindestens drei ganz, ganz wichtige Faktoren, die notwendig machen, dass für andere das attraktiv ist, beizutreten. Da muss es darum gehen, dass wechselseitig die Produktstandards, die USA und EU sich wechselseitig anerkennen, auch eine Anerkennungs- und Öffnungsklausel für Importeure bekommen. Also es geht darum, nicht nur zu harmonisieren zwischen diesen beiden Blöcken, sondern nach dem Äquivalenzprinzip, das ist eine Terminologie in der Handelssprache, nach dem Äquivalenzprinzip Drittlandimporteuren in die EU die Standards zu gewähren, die die EU eben hat und sie sich nicht anerkennen lassen muss von den USA. Also das ist eine Öffnungsklausel nach dem Äquivalenzprinzip, dass letztlich andere importieren können. Dann ist hochrelevant, ob man beitritt oder nicht, sind die Regeln zur sogenannten Ursprungsklausel. Ich weiß nicht, ob Sie auch dieses Wort in der Handelssprache kennen, Rules of Origin. Bei bilateralen Abkommen werden ja nur Waren unterschieden, danach, wo sie herkommen. Und jetzt soll es darum gehen, bei diesen Origins-Klauseln muss nachgewiesen werden, ist der Hauptbestandteil des Produkts, das importiert wird, auch wirklich in den USA oder wirklich in den USA, in Europa hergestellt worden. Für diese Feststellung, wie hoch ist der Anteil der inländischen Produktion, müssen sehr mühselige und sehr bürokratische Aufwände getrieben werden. Und das umso mehr, und das ist dann, würde ich mal sagen, ein Dilemma und ein Grundsatzproblem aller bilateraler Abkommen, wenn es um diese Ursprungsregel geht. Wer will denn eigentlich heute bei einer hochgradigen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, wo Wertschöpfungsketten über den ganzen Globus verteilt sind, richtig und ohne Aufwand messen, wie hoch denn jetzt bitte der Produktionsanteil in den USA oder in einem europäischen Land ist? Wer misst das? Und es gibt, das möchte ich hier nur einbringen, es gibt ganz hohe Kosten, die dann entstehen, also richtige Dollar- und Euro-Kosten, die entstehen bei der Ermittlung, wie hoch der Anteil eines Produkts in der Inlandsproduktion ist. Und es gibt die These, dass diese Kosten, die zur Feststellung des Fremdanteils, die entstehen werden, höher sein werden als der Gewinn, der durch den Wegfall der Zölle entsteht. Das finde ich ein interessantes Argument. Also es wird eine neue Bürokratie aufgebaut, um diesen Fremdanteil festzustellen. Und diese hohen Kosten überragen erstens die bürokratischen Aufwände und auch die de facto Dollar- und Euro-Kosten durch aufwendige Regulierungsbestimmungen den Wegfall der Zölle, der ja ein wichtiges Ziel, wenn auch nicht das einzige ist. Für mich stellt sich also die Frage, haben wir schon alles durchdacht, wenn es darum geht, wie TTIP auf Drittländer wirkt? Und zweitens, sind die Multilateralisierungseffekte, die man haben möchte, wenn man die TTIP so ausgestaltet, nicht eigentlich so gestrickt, dass dann sich erst recht die Frage stellt, warum brauchen wir dieses Abkommen, wenn nachher Öffnungsklauseln für die notwendig sind, die eigentlich für die EU und für die USA das gar nicht mehr attraktiv macht, TTIP zu machen. Weil dann, finde ich, könnte man, wenn man öffnet für andere, also nach dem Äquivalenzprinzip öffnet und die Ursprungsklauseln wirklich anwendet, dann kann ich nur sagen, sind die Kosten so hoch, dass sich die Frage stellt, lohnt sich dann TTIP überhaupt noch und können wir es nicht bleiben lassen? Vielen Dank. So, I think we'd like to go into discussion. Let me, if I can, just a couple points I don't want to leave hanging. On these studies,
I think, as Barbara said, Reinhard, others, you know, these studies all have assumptions, pro and contra. So you have to always look at the assumptions. And because you don't know what the end agreement will be, you have to assume something. So my approach is that none of them can be really very credible. And we prefer to just stay with the facts as they are, which is, I think, also seems to be missing often in the debate, which is, what is the current status of the transatlantic economy? I mean, let's start with at least the reality as we know it. Those are the studies that we do. And I think if you look at those, you see why this is not a trade agreement. I really have to object to whoever was saying this is a trade agreement. I think if you start with the notion this is just another trade agreement, you miss the whole point of why this is being done. Because you look at the reality of the transatlantic economy, trade barriers are low in goods. Service barriers, where all the jobs are in Germany, in the United States, in Europe, are protected. So services become really more of an important negotiating element than goods. And then investment is really what drives even the trade. 2/3 of German exports to the United States are trade within the German company, right? Volkswagen, right, sets up a plant in Chattanooga and then sends parts and components from Wolfsburg to Chattanooga. That's the reality of German trade today. It wouldn't exist if there wasn't the German investment. So if there are the investment dries up, all the trade dries up too. Trade follows investment across the Atlantic. It's not like in Asia. And then the last are because we're so deeply integrated, we've never had a greater stake in each other's success economically now because of this deep integration. These non-tariff barriers become more where the stuff is. So I just at least to understand why the TTIP is being done the way it is, I think it's important just to start with facts. I think the other question here was whether this agreement hollows out the WTO. If you understand why it's being done, you'll understand that even if we sign the Doha Agreement tomorrow, it wouldn't address a whole series of issues that the U.S. and the EU have with each other. Because the Doha round is called the Doha Development Round. It's actually about many other countries. It doesn't begin to address issues the U.S. and the EU have. And that's another reason we can discuss again the merits of the TTIP, but why it's being done I think is important. Some would argue that the Customs Facilitation Agreement the WTO finally did agree to was because TTIP and TPP is putting pressure on it and you're finally moving ahead. So I think you have other arguments. Many would say one reason why Japan now has joined a free trade negotiation in Asia was not just because of Asian dynamics but because of TTIP. That after for decades trying to open up the Japanese market, they saw their other two big partners were moving ahead without them. And that there might be some reason not to be isolated. So I think there are counter arguments, we could debate it. But I think the issue about China becomes important. And one example about standards. So I argue that this is not about isolating or containing China, it's about trying to define the terms of China's integration into the global economy. I don't think either Europe, the United States are trying to block China. We want Chinese integration because it's been good for millions and millions of people, particularly Chinese. But it's a question on what standards, what level do we do this integration, and what are the terms? And there we come to the standards again. The one example I have, because I think Reinhard's point was important, we need real examples. The one I have, which it works at least for me, you can tell me if it works for you, is, and some people have heard this before, lead in toys, okay? Some years ago, the newspapers were full of headlines in Europe and the United States, unacceptable lead in toys being sent to Germany, United States, from China. And it was, you know, children's toys, but the lead content was way above what we would want. So the EU says to the Chinese, we can't do that, but we want the toys. But you have to change the standard. You were ignored. The U.S. went and said the same thing. Take the American standard. Americans were ignored. It was only when we went together, U.S., EU, talked to the Chinese together and said, we want the toys, but we have to have a better standard on the lead, that we now have a trilateral process with China, U.S., EU, China, Consumer Safety Commission. Not perfect, but it brings
us much further on this type of standard issue than we had been before, where we were faced with unacceptable lead, levels of lead. The problem with that was that it was one-off. It was an ad hoc issue. It wasn't systematic. So there is an example, it seems to me at least, where if the U.S. and EU work together, we do lift the standards internationally while you keep open the flow. And the question is, can you do that in a more systematic way or not? That's, I think, what the TTIP's trying to do. Whether it succeeds or not, I don't know. So let's go to questions and points that others may have. And I want, when we come back to the panelists, if you can gather some of the points, we'll come back to you as people go. Yes, please identify yourself, if you will. Hi, I'm Christiane Gerstetter from the Ecologic Institute. I just wanted to make a comment because I think no one has actually, of the panelists, systematically pointed out which aspects of a bilateral trade agreement automatically have a multilateral effect and which don't. And I think it's important to keep this in mind because there are some agreements in a bilateral trade agreement that you can keep bilateral. And that would be, for example, tariff reductions, which depends on where a product comes from. That would be one example. There are other aspects that you cannot keep bilateral. I mean, if, for example, the EU lowered its environmental standards as a result of TTIP, it would not lower them only for US products. It would lower them generally. And that is true for a lot of other rules. For example, when we talk intellectual property, which is also a debate in TTIP, this will almost inevitably be a general change in US or EU rules. It will not be a change in rules only applicable to the respective other sides. And there are many aspects of the TTIP negotiations that would be automatically multilateral. And I think there's a third category, which is things that you could theoretically keep bilateral, but which tend to go multilateral. And that, for example, would be, I think, the case with mutual recognition. Because obviously mutual recognition of certain decisions could theoretically be bilateral, and it often is. But what the EU does, for example, is that it has in its legislation agenda providing for the possibility of the Commission to take a decision of mutual recognition. So this means you change the legislation. The legislation does contain an opening clause, which is then, first of all, maybe applied to the US, but which could theoretically be applied later. So I think we should not underestimate these multilateralizing effects that will be built in TTIP, like in any trade agreement. Ja, ich würde gerne einen Aspekt aufgreifen. Ich habe schon gedrückt. Ich würde gerne einen Aspekt aufgreifen, den Sie angesprochen haben. Und der, wenn man so will, in der öffentlichen Diskurs und auch hier im Saal eigentlich viel zu wenig mit ins Kalkül gezogen wird. Der überwiegende Teil des Welthandels und auch der überwiegende Teil des Handels zwischen Europa und USA findet innerhalb von Konzernen statt. Ein ganz erheblicher Teil unserer Debatte fußt auf der Annahme, es ginge sozusagen um das Abwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen des einen Blocks und wirtschaftlichen Interessen des anderen Blocks, teilweise sogar eben unsere Firmen und deren Firmen. Im wirklichen Leben ist es doch ganz anders. Im wirklichen Leben operieren doch auf allen Seiten dieselben Unternehmen. Es ist ja auch nicht so, dass diese Unternehmen jetzt mehrheitlich denen gehören, wo sie jeweils ihren Hauptsitz haben. Also die Mehrheit der deutschen DAX-Konzerne gehört Ausländern. Auch ein ganz großer Teil der amerikanischen Industrie gehört nicht Amerikanern. Deswegen musste ich sehr schmunzeln, als Wladyslaw sagte, ja, ihr habt das ganze Recht, nachdem ihr China und den anderen Schwellenländern jahrzehntelange Handelsüberschüsse gewährt habt, habt ihr jetzt das Recht, euch national abzuschotten. Ich würde sofort antworten, es sind unsere Unternehmen, in Anführungszeichen, die in China produzieren. Die haben kein Interesse an solcher Abschottung. Und was mir fehlt im Diskurs über, um welche Interessen geht es eigentlich bei diesen Verhandlungen, dass mitreflektiert wird, dass wenn Wirtschaftslobbyisten, wie das so schön heißt, ihre Interessen vertreten und in diesen Beratungsgruppen und mit Zugang zu den Verhandlungsdelegationen ihre Interessen einbringen, was dort jeweils intoniert wird, ist eine Nation gegen die andere oder im Fall Europa eine Region gegen Amerika.
Es könnte aber doch theoretisch sein, zumindest an vielen wichtigen Regulierungspunkten, dass es ein, wenn man so will, ein regional transatlantisch übergreifendes Interesse der Kapitalseite gibt, die Standards zu senken. Und dass vielleicht deswegen bisher kein einziger Vorschlag auf den Tisch gekommen ist, wie man den Standards steigern könnte. Weil es nämlich auf beiden Seiten, wenn man so will, eigentlich die gleichen Interessen sind, die da ziehen. Das heißt, eigentlich müsste verhandelt werden zwischen dem Staat als Vertreter des Gemeinwohls und den Konzernen als Vertretern des Kapitals. Nur diese Frontlinie läuft gar nicht klar, sondern in Wirklichkeit läuft es andersrum. Die organisierten Wirtschaftsinteressen, denen es gelingt ist, die staatlichen Vertreter beider Seiten bei diesen Verhandlungen gegeneinander auszuspielen. Und das ist, glaube ich, die große Befürchtung in der breiten Bevölkerung, dass auf diesem Wege sich eben Wirtschaftsinteressen auf beiden Seiten des Atlantiks gegen die Interessen von Verbrauchern, Arbeitnehmern, Umweltschützern, was auch immer, durchsetzen. Danke. Johnny Nesslinger, right here, right now, sustainability. My question goes in the, or my remark goes in the same direction. We have covered some of the studies before, where the questions came, they are based on assumptions or not. I think what we have to think about is the whole idea of the TTIP is not coming from some high-level working group on global development or on international rules or whatever. It's based on multinational companies trying to, let's say, secure their profits and enhance or foster transatlantic trade. So we have to, I think the studies should be taken a bit more serious, because any company, any small company, before you start a new project, you make some analysis. So the European Commission commissioned some studies, and these studies have show virtually no effect. An independent study shows even adverse effects. So my question is, how can we not take these studies serious if any company would immediately stop all negotiations if the prognostic effects are nothing? And if nothing comes out, then why do we talk about it at all? As has been mentioned before, we need a lot of resources for this, resources in politics, resources in the civil society, resources by the European Union. Why are we not using this to address more important issues like reaching the Millennium Development Goals, trying to stop the climate change, which will cost us enormous money? If we don't reach the 2-degree goal, then we will have costs that exceed by far what TTIP could achieve or could not achieve. And coming back now to the effects on third countries, there is a study, it's by IFO, and it actually shows clearly that the developing countries would lose up to 4%. It further states that this could be compensated for by those countries who sort of have a lot of benefits. I can't really see that happen, to be honest. And last thing is about the barriers. Everyone is pretty sure that the tariff barriers are not really important in that aspect. It's the non-tariff barriers. So we always talk about this is bureaucracy. I don't think this is bureaucracy. These are regulations that actually serve public policy goals, that enhance welfare. And simply saying, and this is actually what the studies are based on, 50% of these regulations are unnecessary, and of these 50% we can simply get rid of, is an assumption that I think contradicts all our values and are unrealistic. And if even these unrealistic assumptions, based on a model that's not realistic, these are computable global equilibrium models, these were proven wrong in NAFTA, so why should they work here now? We have a better model that actually takes into account reallocation costs, adjustment costs. This is Tufts University. It's based on the United Nations Global Policy Model. This actually shows job losses. So my question is,
If development countries are losing, if we are losing, if no one is winning, except for the multinational companies that are maybe winning, then why don't we stop here and say we make a new, or we're starting a new transnational regulation negotiation that actually defines what do we want as society, what are the values we want to have, and what part can economy play in this new agreement. Thanks. Okay, thank you. So, and with all respect, actually, those studies don't say do away with 50% of regulations. So, I mean, I think we're going to get way off on a tangent if we debate studies that none of us are looking at that are based on lots of other assumptions. It just is not going to be a useful discussion. So let me come back to our other speakers, lady right here. Erstens möchte ich dem zustimmen, was der Vorsitzende Daniel Hamilton gesagt hat. Ich bin der Meinung, wir gucken zu wenig in die Zukunft. Soweit ich weiß, haben die amerikanischen Investitionen in China ungefähr das Niveau der amerikanischen Investitionen in Belgien. Ja, in Belgien. Die Amerikaner investieren genauso viel in Belgien heute, wie sie in China investieren. Das ist das Niveau. Und es geht um die Grundsatzfrage. Wo möchten wir eigentlich, wo sich Investitions- und Handelsströme hinverlagern? Wollen wir, dass das bei uns bleibt in der Europäischen Union und sich verstärkt? Oder wollen wir, dass auch andere Plätze auf dieser Welt sozusagen von diesen Investitionen profitieren? Zweite Frage, zu welchen Bedingungen? Nochmal, Daniel hat die Spielzeugstandards erwähnt. Was er nicht erwähnt hat, ist, es war eine amerikanische Firma, die damals in China die zu hohen Bleigehalte produzierte. Und die Tatsache, dass es eine amerikanische Firma war, führte dazu, dass zwei Regelungsbehörden bereit waren, nicht zu glauben, dass sie die bessere Regelung hätten, sondern gemeinsam anerkannten, es besteht ein Problem für Kinder, egal ob sie diesseits und jenseits des Atlantik leben. Und da komme ich dann zu Frau Unmüßig. Entschuldigung. Ich finde Ihre Frage total legitim. Warum ist es bisher nicht gelungen? Wir hatten ja den letzten Versuch im Rahmen des Transatlantischen Wirtschaftsrates, der genial gescheitert ist, weil es eben keinen Willen gegeben hat, sich einmal dieser großen Mühe zu unterziehen und zu fragen, was können wir besser machen als in der Vergangenheit? Insofern ist TTIP in der Tat nicht neu, sondern eigentlich überfällig seit vielen Jahren. Und das bringt mich zu einer Frage an die türkische Kollegin. Ich glaube, das große Problem der Türkei ist nicht die Benachteiligung durch eine etwaige Abkommen mit den Amerikanern. Ich glaube, das große Problem der Türkei im Zusammenhang mit der Zollunion ist, dass wir als Europäer es gar nicht für notwendig halten, das Land, das unsere Verhandlungsergebnisse übernehmen muss, überhaupt mal zu fragen, was es denn dazu denkt. Es gibt überhaupt keinen Mechanismus der Europäischen Union, mit den Türken sich abzusprechen, was wir denn mit den Amerikanern verhandeln. Es gibt keine Konsultationen, es gibt kein Mitspracherecht. Nur die Amerikaner haben den Türken etwa dieses Konsultationsrecht zugesagt. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt für die Türkei. Aber vielleicht irre ich mich. Okay. We started late, so we're actually very pressed for time now. So I'm going to come back to our panel already. Ask them if they, 2 minutes each, and try pick and choose whatever you want to comment on, but please try to be very brief because we have to end. We'll go the other way around. That's okay. Ja, okay, nochmal zu dem Thema Studien und was sagen Sie uns? Ich habe nicht dagegen argumentiert, dass man sich die Studien anschaut und dass man sie auch machen soll, um die Wirkungen von TTIP auszuleuchten, handelspolitisch, umweltpolitisch, verbraucherpolitisch und natürlich auch makroökonomisch, was es für die Länder der dritten Welt oder die, die ausgeschlossen sind, anschaut. Um was es mir geht, und da bin ich
mit Dan Hamilton absolut d'accord ist, dass wir all diese Prognosen, die es gibt, mit Vorsicht zu genießen haben, weil es in der Tat davon abhängt, was man in diese Berechnungen, welches mathematische Modell wird in diese Berechnungen gesteckt. Dann kommt eben Prognose XY raus. Und das Zweite ist, und da bitte ich auch dann alle darum, die Studien mit Vorsicht zu genießen, da stecken auch theoretische und wirtschaftspolitische Denkschulen dahinter. Das kann eine ganz neoliberale Denkschule sein, es kann eine keynesianische Denkschule sein und so weiter. Und wir haben alle als Zivilgesellschaft die Aufgabe, diesen Prognosen mit Vorsicht zu begegnen und dann jeweils zu schauen, was denn bitte an Annahmen eingeflossen ist, um auch zu dechiffrieren, welche Interessen dahinter stecken könnten. Ja, gerade auch, und mir ist die Tafts Studie auch nicht nur bekannt, ich habe sie gelesen, sie ist mir auch sympathisch, weil sie natürlich eben genau auch aufräumt und das finde ich, kann man auch aus anderen Gründen bestätigt sehen, dass die prognostizierten und behaupteten Wohlfahrtseffekte für TTIP bei Jobs und so weiter einfach so sich nicht wahrscheinlich bewahrheiten werden und deswegen, das war ja schon in der ersten Runde so, geht es mir eher wie Harald Schumann, wozu brauchen wir dieses Abkommen, weil ich nämlich auch sage, dass die Wirkungen auf Dritte massiv sind, die Wirkungen auf den Multilateralismus, darüber hat jetzt leider von Ihnen niemand geredet. Ist das denn auch ein wichtiges Gut, dass wir Regeln setzen in einem multilateralen, demokratisch kontrollierten Approach und nicht mit Verhandlungsgruppen, wo jeweils unterschiedliche Verhandlungsmacht die Tiefe, das Tempo und die Ausgestaltung diktiert. Ich bin eine Multilateralistin und würde lieber eine Reformdebatte für die WTO sehen, als dass wir die WTO weiter aushöhlen durch bilaterale Abkommen. Ich sehe das ja, wir haben 380 bilaterale Abkommen auf dieser Welt. Weltmeister dabei, das sagt auch keiner, dann nehme ich mal Druck von den USA, Weltmeister ist Europa, hat 36 bilaterale Abkommen, die USA nur 14, Chile 23, man höre und staune. Ja, und wir müssen darüber reden, was eigentlich Europas, es hat hier jemand, ich glaube, in der ersten Runde jemand gesagt, die Europäer rennen wie ab mit Hühner rum, mit kopflose Hühner rum. Ja, das ist richtig, ne? Ich meine, man muss sich auch einfach mal in der EU für sich entscheiden, ob man sich jetzt jeweils nur die Vorteile rausholt oder ob man tatsächlich, was die EU immer behauptet hat, sagt, wir brauchen Level Playing Fields. Und das ist mir ein wichtiges Argument, auch für das Umweltargument. Wir brauchen Level Playing Fields und Standards und die kommen für mich nicht durch bilaterale, sondern die kommen für mich durch demokratisch legitimierte multilaterale Abkommen. Und dann letzter Satz, sorry, Dan. Was doch das Schwierige ist, hier zu diskutieren ist, wenn ich für Multilateralismus plädiere und auch für eine WTO, dann haben wir noch lange nicht die Schlacht darüber gewonnen, ob das die Standards sind, die Zivilgesellschaft möchte. Natürlich nicht, haben wir noch nicht gewonnen. Aber ich kann doch erstmal für ein Governance-System plädieren, das ich für demokratischer halte als das jetzige Governance-System. Und dann muss natürlich noch gewährleistet sein, dass es eine Rückbindung zu den jeweiligen Parlamenten gibt und demokratische Kontrolle im Vordergrund steht. Und das tut sie eben bei TTIP überhaupt nicht. Dankeschön. Okay. Vladislav, you've heard a lot now. Okay. What do you think? Yeah. Okay, it was very interesting discussion. Thank you all for comments and questions. I would say that the first question posed by Mr. Hamilton was about could all these negotiations and establishment of TTIP change some kind in the Russian policy in economic and political terms. I think no, because if it comes to the terms of trade, Russia may be influenced, I think, only by the European Union, because the Russian trade and investment flows are concentrated predominantly on the EU. It's around 51% of all overall trade and around 70% of
incoming FDI from the European Union, the share of United States is a little bit less than 3%. So therefore, even if united between Europe and America, this the very idea of making the new free trade zone will change quite nothing. It's just about the approach, and I think the Europeans are quite powerful to promote the agenda, but I think they are not so active now these days in it. So therefore, this new agreement will change anything. But addressing the problems of multinationals and the problems of responsibility for the third countries, I will stay on the former position. Of course, I understand that the bilateral trade between the United States and Europe is maybe by 60% fulfilled inside or between the different branches of the same corporations, of course, and invest and trade follows the investment, definitely. But nevertheless, I should say that even if one says that the main beneficiaries of the treaty will be the multinational corporations, I cannot see anything bad in this, because the multinational corporations, of course, they are resided in both the United States and Europe, and they're paying taxes there, and they are producing jobs in these countries as well. Some of them, yes, but they're not paying them in China, definitely. And the problem of the offshore zones is not initiated by China or India. It's initiated by United States and Europe. It's another question. But nevertheless, I think that the prosperity of multinationals, both European and Americans, is not running against the interests of United States or Europe. And, of course, it was said that if the China is should be invited to enhance trade with Europe or both Europe and America, it should be done on European and American terms. And I agree completely. So you should elaborate these terms and standards on which the rest of the world should trade with you. And it's I think, your prerogative. It's your complete right to formulate these rules and principles. Thank you. Okay. Please. So I'm the person standing between you and lunchtime. I'm going to eat very. I'm going to make it very, very brief. Firstly, for your comments, madam, I totally agree. Even you are a part of customs union with the European Union, and it means, in fact, an internal market with 28 member states plus Turkey. Still, Pacta Sunt Servanda is nice Latin words in Brussels, but it is not applicable between Turkey and EU relations. So every free trade agreement EU is signing, there is a clause called Turkey clause, but it is not binding. So European Commission just advising the third countries to make a free trade agreement with Turkey, but does it really effective is a question mark. No, it is not effective, in fact. We have very, very serious problems now, but because Turkey is not a huge market as European Union, so we cannot get the same advantages EU gets through this free trade agreements. And one question you addressed about the transformative effect of TTIP. Well, it may have, because we had the customs union experience in Turkey, and it was not just about trade and eliminations of tariffs. At that time, it was also about adapting EU rules and regulations, especially in the areas like competition, customers' protection, and also some degree intellectual property rights. And it may have still a positive effect maybe in Turkey, considering the TTIP, but we don't know which to what extent now. And also, customs union changed the export structure of Turkey very, very importantly. I mean, before customs union and after customs union, when we look at the structure, what we see is Turkey is now exporting much more value-added goods compared to the 10 years earlier. So there may be a room for look at the bright side. Thank you. Danke schön. So ich wollte mit teutonischen Punktlichkeit arbeiten. Es ist ungefähr gelungen. Und
Wir werden jetzt uns zum Mittagessen begeben, aber zuerst mal vielleicht bedanken wir uns alle bei unseren Rednern. So, vielen Dank. Vielen Dank auch an Dan Hamilton für die tolle Moderation und gute Reise zurück. Er muss leider zum Flughafen. Wir haben jetzt in der Tat einen Lunchbreak bis 1.15 Uhr, bis 2.15 Uhr, also 14.15 Uhr. Danach geht's weiter mit einem Panel zu Datenschutz und Datentransfer zu den Workshops, mit den Workshops und dem großen Geopolitical Panel weiter. Ein Hinweis, es gibt die sogenannten Evaluationsbögen, die hier verteilt worden sind. Da können Sie alles sagen, was Sie uns immer schon sagen wollten über die Qualität dieser Veranstaltung. Und draußen gibt es auch ein Board, wo man dann Sticker, das mit Stickern machen kann. Guten Appetit und bis gleich.